Willkommen bei Bioshock Infinite. So, wir sind hier in Soldier's Field. Welcome to Soldier's Field. Mit der guten alten, Hall of Heroes. Mit der guten alten Elizabeth. Und wir müssen hier, ja, was müssen wir eigentlich? Wir müssen Elizabeth zur First Lady bringen. Gut. Dann gehen wir mal. Ich glaube, hier waren wir schon im letzten Part. Da ich aber die Aufnahmesession beendet habe, machen wir hier wieder weiter. So, Elizabeth. Was ist denn das hier, bitte? Okay. So, ich schaue noch schnell in den Optionen nach, ob ich hier die Kamerageschwindigkeit irgendwie schneller drehen kann, weil ich hier irgendwie ein bisschen zu langsam mich drehe. Hey, ich kann hier immer noch die Schwierigkeitsstufe ändern. Wow! Vielleicht mache ich das, wenn es zu schwierig wird. Gut, Controller. Empfindlichkeit, ja! Muss ich höher stellen, oder? Höher? Hallo, geh zurück! Ja, so ist es besser. So drehe ich mich ein bisschen schneller. So, okay, hier waren wir auch schon. Das kennt ihr auch schon. Machen wir das halt nochmal, egal. Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Egal. Komm, Elizabeth. Elizabeth. Ging denn das nochmal? Ach so. Ach so. Shark Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Ja, wirklich. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Okay, Elizabeth, dann werden wir mal da losgehen. Ich weiß nicht, was die First Lady sein soll, ob das ein Lokal ist oder irgendwas oder sehr cool, oder? So. Welcome to Soldier's Field. Wir sind in... Da ist sie. Soldier's die First Lady. Scheint unterwegs ins Dock zu sein. First Lady. Und sie bringt uns nach Paris? Ach so, sie wollte doch nach Paris. Ach, vergessen. Wirklich. Bleib bei mir. Kann Konsequenzen haben. Nimm mich, Booker. Oh, okay. Booker. Oh. Na komm. Wollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? Wir sehen uns hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. Ne? Wir bestimmt was Nützliches. Schauen wir mal, was es hier so gibt in Soldier's Field. Was haben wir denn da? Wieder so ein Kinetoskop. Oh. Lest es euch selber durch. Gut, jetzt wissen wir auch, ich meine, ich wusste es im Vorhinein ja eigentlich schon, weil ich das irgendwo gelesen habe, dass dieser große Vogel, der uns da attackiert hat, Songbird heißt. Hallo! Ich mag auch ein Eis. Schauen wir mal, ob wir hier Eis essen können. Oh, ein Boxophon. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Ja? Wieso sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Ist denn das hier alles? Schlösser knacken zum Beispiel. Oh, stehlen. Nein. Nein, verdammt, ich wollte nicht stehlen. Ich schwöre, wieso? Nein! Verdammt, wieso muss ich hier immer Ärger verbreiten? Kann mir das wer sagen? Ich wollte doch nicht stehlen, ich bin auf zurückgegangen. Elizabeth, da ist nichts. Ich wollte doch nicht stehlen, wirklich, ich schwör's euch. Ich wollte nicht stehlen. Wenn ich Pech habe, gehen jetzt alle auf mich hier los. In der Stadt. Ja. Ich bin so dämlich, wirklich. Ich wollte hier nicht stehlen, ich habe das nicht gesehen. Im Ernst jetzt! Super, jetzt haben wir alle da am Hals.
weil wir so klug sein mussten und hier stehen mussten, ja. Und ich kann schon wieder nicht ziehen. Bitte, stirb doch, endlich. Keine Munition mehr, na toll, das ist ja alles wieder wunderbar gelaufen. Ich wollte das nicht, wirklich. Genauso wie ich vorher nicht schießen wollte. Ich habe keine Munition mehr. Gib mir Munition! Schnell! So, dann kann ich aber jetzt auch schon das durchsuchen. Ist auch schon egal. Oder soll ich neu laden, Leute? Was meint ihr? Moment. So, ich versuche am Kontrollpunkt neu zu starten, vielleicht. Vielleicht läuft er dann besser, wer weiß, wo der gespeichert hat. Ach, wirklich. Ich verstehe das nicht. Ich wollte doch gar nichts stehlen, wirklich. Wirklich. So, und jetzt. Ah ja, wir fangen wieder hier an. Sorry, tut mir echt Leute, dass ihr das, leid, Leute, dass ihr das jetzt zum dritten Mal seht. Ich hoffe, die sind uns jetzt friedlich gesinnt. Oh! Okay, wir fangen eh hier wieder an. Das passt. Das passt. Das Tor ist fest verschlossen. Ja. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Ja. Und diesmal stehen wir nichts. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Ja, Elisabeth, komm. Komm. So, noch einmal. Welcome to Soldiers. Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs ins Dock zu sein. Okay, komm, Puppe. Bleib bei mir. Okay, gut, hier steht's nochmal ausdrücklich. Stehen kann Konsequenzen haben. Gut, dann versuche ich jetzt hier keine Taste zu drücken. Ich versuche es, ja. Ich kann es nicht sprechen, dass es mir gelingt. Finden wir bestimmt was Nützliches. Ja, was Nützliches, was ich nicht stehlen kann hier. Hot Dogs! Wir haben Dogs für Boys! Hot Dog! Dogs für Girls! Hi, du kleiner Hot Dog, Mann. Ich will einen Hot Dog haben. Und zwar flott. Ja, danke. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Oh, hier sieht man nicht viel. Ich dachte, hier sieht man vielleicht was. Aerodrome. Seht euch das an. Sicher so eine Diskothek oder so. Irgendein Club. Patriot Sprite. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Okay, wenn wir uns hier umsehen. Okay, wir sehen uns hier ein bisschen um. Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Die Stadt inspizieren. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe. Hallo! Ich schieße nicht auf euch. Keine Sorge. Was ist denn das hier? Ist das ein Songbird? Was auch immer das ist, ich kann hier kein Souvenir kaufen. Elisabeth, einmal steht sie hinter mir, dann ist sie plötzlich vor mir. Das ist schon komisch, oder? Elisabeth. So, wir sind hier komplett falsch. Wir gehören hier eigentlich gar nicht hin. Verkaufsautomaten. Okay. So, brauchen wir irgendwas? Vielleicht eventuell Gesundheit? Ach so, ich habe alles voll. Okay, dann werden wir hier Munition kaufen. Alles voll. Okay, alles voll. Passt. Closed. Founders Books. Ich hab Geld. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? Was war denn das jetzt? So eine Art. Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Enlist. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Schauen wir mal, was es da so gibt in den Geschäften. Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Nee, ich stehle nichts. Aber das kann ich schon nehmen, oder? Ja.
Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an. Interessant. Wo ich herkomme, hält man nicht viel von Garten. Da, wo es keine Garten gibt. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Seid ihr hässlich? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind... Elisabeth, du bist wirklich... voller Lebensfreude. Hier gibt's diese Puppen. Hey. Puppengeschäft. Oh mein Gott. Elisabeth, der tut dir nichts. Songbird. Merchandising. Merchandising vom Spiel im Spiel. Oh. Seht nur, hier kann ich eine Waffe stehlen, aber die stehle ich jetzt nicht. Ich will die nicht stehlen. Sonst haben wir das gleiche wie vorher. Das will ich nicht. Hey, seht mal. Was? Komm mal hier. Wir fahren. Wow. War das nicht in irgendeinem Silent Hill Part? Die Leute, die Silent Hill kennen, müssten eigentlich wissen, dass das in irgendeinem Silent Hill Part war. Dies ist so ein Karussell. Super, jetzt weiß ich nicht mehr, in welche Richtung ich muss. Hilfe! Ich möchte hier runter, ich möchte hier... Danke. Danke. You must be this tall to ride. Ich kann schon damit fahren. Und, Mr. Britt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Eine Frau? Sie starb. Du fragst dir Sachen. Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Nein, ich habe 10 Kinder. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Und jetzt? Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Aha. Suche Schockjockey in der Hall of Heroes. Hall of... Was? Okay. Gut, okay, dann müssen wir in die Hall of Heroes gehen. Ich glaube, da waren wir doch schon, oder? Oder? Mal sehen. Gehen wir mal. Gehen wir mal dem Pfeil entlang. So. Hall of Heroes, das sollte eigentlich hier sein, ne? Hier? Nein, hier oben. Police. Was? Was? Ist normal? Ich wollte doch nur hier raus. Hier war ich aber doch schon, hier war doch nichts, oder? Leute, was ist denn da schon wieder? Nichts als Ärger in Bioshock. Hier, Booker. Danke. So, Elisabeth hat mir gerade Gesundheit zugeworfen. So, ich sollte ziehen, vielleicht auch wieder. Ich finde das gar nicht okay, ganz ehrlich. Ja, jetzt wollte sie schießen. Warum schießen die eigentlich? Ich weiß keiner. Komm, Elisabeth, hilf mir da lieber. Wieso hat die eigentlich keine Waffe? Wieso hat die keine Waffe? So, gut. Sammeln wir mal auf den ganzen Mist hier. Was ist denn hier schon wieder? Hallo! Wer schießt denn hier bitte? Wie viele kommen da? Wie muss ich denn? Ich musste davor, ne? Leute, so geht das nicht! Ich kann hier so schnell.
schlecht zielen mit der Xbox-Steuerung. So, egal, wie auch immer. Ich werde jetzt einfach in die Hall of Heroes gehen. Ist mir egal. Was ist denn hier? Ich gehe jetzt einfach da weiter, ganz einfach. Oder laufe am besten, wenn das Laufen funktionieren würde. So, das ist denn hier, glaube ich, ne? Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Ist denn hier alles geschlossen? Ach, Wahnsinn, was für eine Aufregung. In dem Sinne würde ich sagen, wir beenden diesen Part wieder. Und wir sehen uns dann im nächsten Part in der Hall of Heroes. Bis dann!